Und auf. Freunde, ja. Jetzt aber gemütet ist der auch nicht. Ne, ist der nicht. Ich stopp mal kurz den Timer. Ne, nicht den Timer stoppen! Viel Spaß. Peter? Ich höre euch alle mehr in eure Ärsche. Na, ich stopp mal kurz über den Timer. Warum auf der Insel ist er nicht? Ich hab keinen Bock, dass der Server gleich abschmiert. Ne, auf der Insel ist er nicht. Der Server ist scheißegal. Der Server ist läuft ja nicht über Peters Lappen im Internet. Ja, aber scheiße. Das sagt Jay vor allen Dingen. Wegen Jay können wir zurzeit nichts aufnehmen. Weil die ganze Zeit. Ah, die gehen mal auf die Insel. Wo ist der denn jetzt? Ist. Was soll ich machen? Auf seiner Insel müsste der ja dann rumrennen, oder? Ich sehe den jetzt hier gerade nicht. Ich bin ja auch. Ja, geh mal rüber. Da den kackt geht der da noch rum, oder? Was ist aber der ist doch am Server, ist der noch. Der scheint auch immer noch ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist der Mikro im Arsch, oder was? Weiß ich nicht. Oh. Vielleicht ist er auch am Xbox One zocken. Oder am Kacken. Ich spiele ja schon über die Xbox oder beides. Mittlerweile kann Peter vielleicht beides. Ach, stimmt. Der Peter hat sich ja einen Fernseher mit Xbox auf die Toilette gestellt. Das finde ich schon krankhaft. Sowas. Ja, der hat sich aber eine zweite Xbox nur für seine Toilette geholt. Ja, das finde ich wirklich krankhaft, sowas. Voll dicker. So eine Zocker. Ich habe mir auch noch eine dritte geholt für unter der Dusche. Wer denn da jetzt gerade mit den Pfeilen auf mich geschossen? Alter, Sepp, hast du nichts zu tun, ja? Wie allen langweilig ist, ey. Au! Komm, Bitch. Peter schießt auf mich, der läuft da noch rum. Er ist gemutet, Mann. So wie damals. Dann sag doch mal, was du Affenkopf. Nachdem er meinen Fahrstuhl benutzt hat, da war der Peter auch erstmal gemutet, glaube ich, für ein paar Minuten. Hat nicht mehr geredet, bis er dann die ganze Welt zerstört hat. So, mein Gott. Wie der deinen Fahrstuhl benutzt. Ja, aber er ist ja selber schuld. Der weiß einfach nicht vernünftig, wie man einen Fahrstuhl benutzt. So muss man das mal sagen. Und er ist zu spät gekommen. Peter hat wahrscheinlich das Mindestgewicht überschritten vom Fahrstuhl. Verstehe ich leider nicht, aber du mich ja auch nicht, das ist okay. Klar, das richtig. Höchstgewicht, nicht das was? Mindestgewicht. Was? Wo hast du mich getroffen? Noch gar nicht. Da! Jetzt hast du mich. Mindestgewicht. Guck mal, da ankommt hier, da wollte er mich von hinten schauen hier, während ich mit Silber im Battlen bin. Na, hau ich mal, Peter. Wieso sind meine Katzen jetzt schon wieder hier aus dem Haus? Ach komm, fickt euch doch, ihr Scheißviecher. Jetzt hört sie einfach. Was macht Peter denn jetzt? Er geht runter? Na, Peter will mich töten. Peter hat das Tor aufgemacht. Ja, was der vorhat. Was ist eigentlich, wenn du das Tor mittendrin, während der unterwegs ist, wieder zumachst? Der Wasser geht doch schneller weg als er, oder? Nee, nee. Das ist aber schade. Da passiert nichts, da kannst du ja nicht mit trollen. Du kannst halt auch nicht töten, wenn du das Wasser zumachst auf dem Weg nach oben, dann fällst du halt ins Wasser wieder und läufst damit halt wieder nach unten. Was ist denn, wenn eine Lava genau unter den Eingang plantest? Wäre echt geil, wenn du so sagst, ey, okay, ich mach dir das Tor auf und dann machst du erst Wasser. Ah, die schießt immer so, dass ich fall auf zweiten Ding. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wenn man dann Lava drunter plantet, ohne dass sie das merken, ja? Ja, aber Peter und hat da jetzt so einen Wasserfall noch runter gemacht, das ist aber nicht so gut. Dann könnten ihr ungebeten. Ja, der kommt noch weg, keine Sorge. Packst da jetzt Lava da drunter und dann heißt, dann kommt da Obsidian raus, ne? Dann kommen die ja gar nicht mehr runter, theoretisch, ihr habt das Ding wenn ja ich gar das Wasser unten runter zubaue, oder? Warte, ich kann da mal eben hoch, ne? Abgebaut? Ihr habt die Christian, ja nicht abgebaut. Christian, komm, du gehst die eine Seite hoch, die andere. Nee, Christian, bitte nicht. Darf ich nochmal schießen? Ach komm, ich musste gerade schon vorhin noch alles reparieren. Nee, da braucht man 8 TNT für pro Schuss. So viel habe ich leider nicht. Nee. Das dürfen wir ja auch gar nicht abbauen. Das stimmt. Was machst du denn hier oben? Oh! Nicht mal, Christian. Alter, kommt nicht zu mir her. Hat die Katze angelockt. Wahrscheinlich. Und dann kommen keine Creeper mehr, sondern noch Zombies. Na gut, wir werden zumindest. Also die sind zwar nervig, aber die machen nichts kaputt. Oh, cool. Ach, Creeper doch auch nicht. Oh, warte mal. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Ich bin Hardy. Oh, cool. Oh, fett. Na komm her. Au! Alter, hast du da Rückstoß drauf? Ja, sehr. Aua. Und Power. Power. I've got the power. Schade, dass man sich Bögen nicht aus normal. Ich finde, das sollten ja auch noch einführen, dass man sich Bögen aus Diamant machen kann. Damit die erstens länger halten und noch ein bisschen mehr Schaden machen. Gibt ja Unbreaking auf Bögen. Echt? Ja. Also, dass die gar nicht mehr kaputt gehen. Ja, den habe ich sogar geangelt. Der hat Punch 1, Unbreaking 3 und Power 3. Die war trotzdem noch kaputt. Ja. Das dauert aber ein bisschen. Na, wo ist der Seppel wieder? Boah, das wächst aber auch langsam das Zeug da.
Sag mal, Sepp, wo holst du eigentlich dein Essen her, womit du dich verpflegst? Ich hab kein Pizza Colonia. Ich hab noch, ich hab noch 60 Steaks von den ganzen geschlachteten Kühen da unten. Ach so! Den du hast dir das ja nicht geholt, das lag da in der Truhe. Aber dafür hatte er die Nether-Truhe. Lüge! Ne, die hat er ja nicht gehabt, weil die hat er ja kaputt gemacht, ne? Weißt du? Also kaputt hat er die gehabt. Was die mal bei Minecraft auch einführen sollen, ist über Terraria, dieser Mülleimer hier, wo man einfach mal das Inventar irgendwie da hat. Ja, das stimmt. Das finde ich auch cool. Einfach mal Fresse holen. Weil mich mal interessieren würde, wir haben jetzt so viel gebaut. Meint ihr, wir haben ungefähr so viel Steine oben auf der Welt wieder aufgebaut, wie wir unten abgefarmt haben? Never ever. Wir haben die alle zusammengebrannt. Ich hab noch genug auf Ja, stimmt, ich hab auch noch viele. Ne? In meiner Truhe. Aha, du traust mich doch eh nicht. Das bin ich nicht! Was gibt's denn für Tiere? Es gibt Schafe, es gibt Schweine, es gibt Kühe und es gibt Chicken, ne? Ja, und Pferde, dann noch Katzen. Die Pferde, Katzen und Hunde, ne? Aber kommerziell und wirtschaftlich gesehen sind nur die vier Tiere da, oder? Verzähle ich mich da? Nee, ne? Hadi? Was ist jetzt eigentlich mit Peter hier? Der steht hier die ganze Zeit, aber Hadi? Der sagt ja immer noch nichts. Was denn los? Hadi? Ja! Wo bist du? Ich gemutet, erzählt gerade den nein! Danke. Danke, Peter. Wo warst du und? Wo war der? Warum hab ich das wieder auf Deutsch? Eistube wurde von Pizzi zum Fallen, verdammt. Ja, hab ich auch. What? Bei mir ist es doch Englisch gewesen. Ah, da vorne liegen die Sachen halt. Ja, dann Alter, willst du mich verarschen? Ja, wer hier mein Getreide snackt und nicht wieder anbaut, das auf Fick jeden Fall. Dich, das war ich nicht! Ja. Alter, Fee, du nimmst diese Sachen ohne Scheiß. Warum schüttelt du denn dein Essen immer her? Ach, hier steht Getreide. Fick dich! Arsch, ich hab dann nur von oben gesehen, dass dein komplettes Getreidefeld ja, ist, deswegen hab ich dich gefragt. 3 Sekunden später ist das weg, oder was? Und keiner hat mehr angebaut. Ich wäre gestern auf der Insel gewesen, du Affenkopf! Hast mich doch selber gesehen! Er wollte sich doch sein Strohkörbchen da für seine Katzenkau machen, ne? Echt mal! Hat er sich schön an... Ja, ich hab doch ein eigenes oben, was soll ich denn mit dem von Sip? Ja, komm, wir gehen mal gucken, ob der Hadi hier ganz viel Getreide hatte. Das ist ja klug gemacht, Hadi. Piss dich jetzt, du Scheißskelett, ey. Das kann ja wohl nicht. Gib mir bitte mein Getreide wieder. Ich hab dein Getreide nicht genommen. Ja, wer denn sonst? Lord Voldemort. Nein, okay, ich meine, dadurch, dass ich ja nicht selten getrollt habe, mag der Verdacht ja echt naheliegen, ne? Aber ich bin. Nee, Adi, einfach weil du gefragt hast, wo ist das hin? 3 Sekunden später ist das Getreide weg. Ja, aber du hast doch gesehen, das dass ist ich. Echt oh, ich vor, ja, aber guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin doch gerade von der Insel auch runtergefallen. Wie soll ich denn bitte so schnell da runter? Gerade auf dem Weg, nach oben, Peter ballert dich da weg. Nee, Peter hat mich oben von der Insel einfach runtergeschlagen. Ja, das weiß ich doch nicht, wo Peter das ist. Alter, wollt ihr mich verarschen? Was denn was? Lol. Was? Waren ja übrigens so 25 Level, ne, Peter? Das hol ich mir wieder. Ja, hast du vorhin bei mir auch gemacht? Oh, nee, ich hab ich überhaupt wieder am Start. Klar hast du mich runtergeschossen. Ohne Spaß, Christian, jetzt lass den Scheiß mal bleiben, ja? Ja, schnell Themawechsel, als er sich daran erinnert hat, ey. Alter, wie viel aber immerhin hast du kein Getreide mit, Hadi. Natürlich habe ich kein Getreide mit. Ich habe doch gesagt, dass ich das nicht hab. Was? Wer hat denn hier das ganze Getreide? Ganz klar. Peter hat bestimmt alles voll. Alles voll. Ja, was soll ich denn mit Getreide? Also, toll, Getreide, wo ist denn jetzt mein Diamanthütchen? Hast du halt zufällig eingesammelt, Sepp? Nee, aber da unten liegt das. Wo? Deinem Wasser, Hadi, du Bongo. Magic. Ha, da ist es ja. Ah, ich bin dumm. Die 25 Jay, meine Frage, darf ich gleich bei dir verzaubern? Wieder gut. Ja, krieg ich Christian überhaupt getroffen von da oben? Nee, ich komm mal nicht. Toll. Wie viel Level habe ich jetzt? 2. Wo bist du denn? Hammer. Hier unten. Aber ich glaube, von unten kann man nicht so weit hochschießen, ne? Oh, ich höre die ganze Zeit da noch so einen Flamer, ey. Weiß ich nicht. Nicht, dass ich das selber machen würde. Nicht. Ich besser wäre. Alter, beim zweiten Schuss schon getroffen. Das ist voll ätzend, Hadi, wenn man stirbt. Ja, ohne Scheiß. Wollt ihr den Dreck kaufen hier noch für irgendwas haben? Nicht mal, ohne Scheiß. Nee, ja, ich hab's bei Peter ja auch gemacht, also so gesehen. Ja, guck, er gibt's zu. Ja, also, das wäre wohl eine Farce, das zu leugnen. Ja, hast du vorhin aber gemacht. Du hast deine Mörder ja quasi noch ins Auge geblickt im Fall, Junge. Bist du jetzt eigentlich gerade unten? Nein, ich bin jetzt auf dem Weg nach oben. Okay. Also gleich wieder unten. Fick dich, Christian! Alter, fickt euch doch, was soll das denn?
Sepp, du bist so eine Schwuchtel und eine Scheiße, was soll das denn? Ey, direkt.